Hallihallo, grüß Gott und herzlich willkommen zu meinem Gears of War Let's Play. Wir sind gerade bei meinem vierten Teil von meinem Let's Play und das ist eigentlich eh schon relativ lange her, weil ich hatte letzte Zeit weder Zeit noch Lust, mein Let's Play weiterzumachen. Aber heute habe ich gesagt, ja, heute mache ich ein Gears of War Let's Play mal endlich ein bisschen weiter. Das Feedback war jetzt eigentlich nicht so üppig, wie ich mir erwartet habe. Ich habe eigentlich nur Feedback von meinen Freunden bekommen, die haben halt gemeint, ist gut, mach es weiter, dann kommt der Rest von selbst. Gut, ich nehme jetzt meine Freunde beim Wort und ich werde jetzt aber einfach mal weitermachen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal sagen, steigen wir einfach mal kurz an. Nur mal als kleines Flashback. Wir sind gerade mit dem Delta Squad unterwegs. Also wir sind Marcus Fenix und sind mit dem Delta Squad unterwegs. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, den Alpha Squad zu finden und den Resonator. Ja. Da sieht man. Dickes Geschütz. Warte mal, Entschuldigung. Ich muss mal kurz schauen, ob ich überhaupt aufnehme. Okay, scheint alles zu passen eigentlich. Machen wir mal weiter. Gut, dann flankieren wir mal ein bisschen die werten Herren da. Schicken denen kein Geschenk. Ja. Ja, das war einfach mal eine explosive Überraschung für die Herren. Da sind sie schon von Freude zersprungen. Schlechter Wortwitz. Tut mir leid, ich sterbe auf solche Sachen. Okay, ich muss jetzt mal einfach schauen, ob ich jetzt wirklich aufnehme. Tut mir leid, weil das kommt irgendwie ein bisschen zu komisch vor. Okay, scheint alles zu passen. Ist doch gut. Und dazu singen wir den Locust, der dumm wie Brot ist. Aber so habe ich es halt gerne, so habe ich es gerne. Wenn die Gegner einfach so dumm sind, so in der Mitte schon in die Kettensägerei laufen, das habe ich einfach nicht gerne. So, schicken wir denen auch noch so eine Überraschung. Oh ja, und ja, noch ein Kettensägen-Kill. Man sieht schon, das Spiel ist blutig. Vielleicht hat man das in den letzten Videos nicht so deutlich gesehen, aber mit der Kettensäge lassen sich nicht nur Bäume zerteilen. Da sieht man die ganzen Innereien, ziemlich schön modelliert eigentlich. Zwar nicht kinderfreundlich, aber schön anzusehen, wenn man auf Gewalt steht. Ja, vergessen wir einfach mal den Tal. Dust to dust. Haben gerade in der Locust gesagt, Staub zu Staub. Das habe ich noch nie gehört. Also merke ich nicht, was ist jetzt von den Viechern, weil da eigentlich nur Töte im Kopf haben und nicht irgendwelchen philosophischen Bücher. So, hier sind mal überall diese ganzen Locust-Löcher und ich habe keine Granaten mehr. Das ist eben scheiße. Nice. Wieder Granaten, das ist wieder besser. Ja, da habe ich mal wieder mal schön verladen. Das kann mal vorkommen, das kann passieren. Macht doch nichts. So. Ich nehme mal den Ärger ein bisschen. Und der werte Herr verpulvert mal gerne seine Munition in den Boden hinein. Da habe ich mir schon in den Kopf geschossen, aber da fällt mir ja leider aus. Ist. Nice. So. Rock and roll. Oh yeah. Nice! Ich muss übertrieben mit den ganzen Löchern da. Und die gehen ja wirklich überall. So, kann ich schaden. Jawohl!
Lokus geschnetzelt ist. Schmeckt wie Scheiße, riecht doch so. Okay, flankieren die Viecher schon ein bisschen. Kriegt wie was Explosives. Ja. Gibt noch mehr Lokus geschnetzelt ist. Den nehmen wir jetzt von hinten. Aber so richtig böse. Ja, wo stehst du doch? Du und deine Locust-Buddies. Ich meine, wer weiß, was hier unten da alles für nette Sachen macht. Tja, da sind wir halt blöd rausgekrabbelt. Wenn ihr keine Lust habt, irgendwer 1000 Viecher zu töten, schmeißt ihr einfach da eine Granate rein, die dann gar nicht gemacht hat. Und da verrecken wir mal ordentlich, weil das Deckungssystem uns total von hinten genommen hat. Schon wieder staubt der Staub, das habe ich bis jetzt noch nie gehört. Egal. Machen wir uns jetzt auf die schnelle Tour. Da, die Granate rein. Das. Sweet. Machen wir es ebenso. So. Be so tough. Grab hold. Lock. Okay, wenn man zu nah an den Löchern steht, dann haut es sozusagen einen aufs Maul. Eigentlich auf die Knie. Da muss man halt Space drücken, damit man wieder schnell aufstehen kann. Nur das hat wirklich keine Granaten mehr. Ärgerlich. Okay. Das hat nichts mehr mit Intelligenz zu tun, sondern einfach nur mit stupider Dummheit. Haha, stupider Dummheit. Für so einen Wortwitz. Grab gut, tut mir leid. Jetzt machen wir es wirklich auf den Schnelldurchgang. Another grab hole. Get a frag in there. Geht eh relativ schnell, wenn man es eigentlich weiß, wie es funktioniert. Gut. Jetzt bin ich ein bisschen intelligenter und bleib mal hinten. Siehe da, die Lokus halten genauso viel aus. Ihr wollt gar nicht wissen, wie schwer das Spiel eigentlich auch wahnsinnig ist, also auf total schwer. Da ist man nach 2 Schüssen tot, die Lokus erst nach 1000 Schüssen. Und das ist allgemein keine nette Sache. So. Da fallen die eine nach der anderen. Nice! Dann lassen wir das machen so eine One-Liner raus. Damn it! I think we're good. Let's grab some ammo. Hier ist mal die Munitionskiste. Ohne schadet nie. Follow me! Unser chinesischer Führer sagt uns, wir sollen folgen. What the hell, man? Those holes could pop up anywhere! You'd think we would have figured out some kind of goddamn defense by now. Yeah. Command's tried everything, but nothing works. If the locusts want to come up, they come up. I used to have nightmares about those things when I was a kid. Shit. I still do. Looks like we need to split up. Gut, hier hat man wieder mal so eine schöne Fahrtentscheidung, wo man entweder linken oder rechten Pfad nehmen kann. Soweit ich mich erinnere, war der linke Pfad der leichtere für einen Einzelspieler. Phoenix, you and Carmine will go left. Dom and I will go right. Yes, sir. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erklärt habe, aber im Kooperativmodus spielt halt der zweite Spieler den Dom und der wird halt auf diese Seite. Das ist immer so, dass sich Markus und Dom trennen bei diesen Pfadentscheidungen. Und das ist halt ein bisschen blöd, weil wenn man stirbt, dann kann man sich gegenseitig wiederbeleben.
Also das ist eine relativ zähe Sache eigentlich. So. Da hat er mal eine schöne Rolle nach unten gemacht. Granaten habe ich keine. I'm out! Nice! So. Go, Carmen! Ja, das war zu erwarten. Ganz ehrlich, das war zu erwarten. Hier, ich klopf dir auf die Schulter und du lebst wieder, mein Freund. Wow. So, das ist eigentlich eine nette Koop-Spiele gewesen, weil Player 2 wäre jetzt bei diesen, also Dom wäre jetzt bei diesen, also wurde von diesem Geschütz behakt und da muss halt der Player 1, also der linken Part genommen hat, den Schützen halt umbringen, damit halt der Player 2, der den rechten Part genommen hat, weiterkam. Eigentlich eine nette Sache, aber nur halt blöd, dass man sich nicht gegenseitig wiederbeleben kann. Mhm. Und Toiletten. Sehr rustikal. Look. Und da sind wir wieder vereint. There's another nest around the corner. With a spotter on the right. Take him out first. So. Ein Geschütz. Da sollte man nicht zu nahe kommen. Da oben ein Gegner. Und starten wir mal einen Besuch ab. Dann. Hey Kumpel, wie geht's dir so? Lass mal dich umarmen. Oh ja. Puh. Ja, das war ja eine schmutzige Umarmung. So. Rock and low. Ich weiß gerade gar nicht, was ich das macht oder wieso. Nice! Einfach nur damit mal die Pistole auch mal zur Action kommt. Oh je. Ja, ich habe gerade die Granaten gesehen, aber ich muss mich jetzt mal ein bisschen schmucken. Someone get on that Troika. Jawohl. Stipp. Oh yeah! Das ist ein Geschütz. Sieht man, das Geschütz, das macht keine Faxen, das kommt direkt zur Sache. Das splattert die Gegner ordentlich. Oh ja. Das wäre man selbst Gott. Komm. Jawohl. Das wollen wir sehen. Good job, man. Now let's go find that resonator. So. Move out. Das ist ein Arschloch. Locust reinforcements. Oh ja, doppelte Säge. Ja, ich gebe zu, ich habe gewusst, dass es da Locust rauskommen wird. So, wollen wir weitergehen. Kommen wir nochmal zu den Granaten. Juhu. Granaten. Sweet. Juhu. Sind immer schon, Gut Deutsch, Alter. Sind immer schön. Immer schön zu haben, solche Granaten. Kann man überall gebrauchen. So. Gut, das war das vierte Level. Ja. Das fünfte Level werde ich halt in Folge in Kürze machen. Im Laufe der Zukunft. Und wenn ihr halt meine Videos mögt und wenn ihr halt wollt, dass ich weitermache, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann liked die Videos, schreibt Kommentare, abonniert mich und fügt es euren Favoriten hinzu. Bitte macht das, es würde mich unglaublich freuen und gibt mir auch einen ordentlichen Ansporn dafür, dass ich auch weitermache. Gut, vielen Dank. Das war der 14. Teil von Gears of War Let's Play. Jo.
Ciao, ciao, Tschüssikowski, vielen Dank und Servus.